Heute ist sehr glatt und es gab, das Auto ist hier runtergerutscht in ein anderes Auto rein. Ich befinde mich jetzt am Flughafen Sochi. Nachdem dieser Unfall, dieser kleine Auto crashed dort in Sochi war, dort wo ich gewohnt habe, musste ich, weil man da nicht mehr durch konnte mit dem Auto und es auch ziemlich gefährlich fürs Auto war, da zu fahren, weil es sehr glatteis war. Deshalb bin ich zu so einer Hauptstraße gelaufen und bin dann per Anhalter vielleicht 5 oder 6 Minuten ins Zentrum Sochis gefahren und von dort mit einem Taxi zum Flughafen und stehe jetzt vor dem Flieger. Es hat alles geklappt. Ich war locker ausreichend pünktlich noch da. Allerdings dachte ich kurz, dass es vielleicht nicht klappen wird, aber war kein Problem. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, nicht zu fliegen, wenn es nicht sein muss. Im Prinzip hätte ich mit dem Zug fahren können. Allerdings hat das Flugticket nur 800 Rubel gekostet, was 9,70 Euro entspricht ungefähr. Und da dachte ich mir, dass die Fluggesellschaft daran gar nichts verdienen kann. Und deshalb habe ich mich entschieden, ein Flugzeug zu nehmen und die macht hoffentlich auch ein bisschen Verlust mit mir. Weil ich habe überhaupt keine Zusatzservices genommen, eben nur den Sitzplatz und Handgepäck. Also ich hoffe, die machen Verlust. Ich habe auch ein bisschen rumgerechnet, die müssten eigentlich ein bisschen Verlust machen, wenn die Flughafengebühren hier, die Flughafengebühren hier und in Moskau hoch genug sind. Und ich glaube, das ist so. Alles klar. Und was ich vergaß zu erwähnen, es sind gerade ungefähr minus 5 Grad oder so. Die Sonne scheint allerdings, deshalb ist es sehr angenehm. Aber es ist eben wirklich jetzt kalt geworden in Sochi auch. Allerdings ist es nur von kurzer Dauer hier in Sochi. Es soll die nächsten Tage wieder plus 10 Grad werden. In Moskau soll es übrigens minus 11 Grad sein. Und in Monino dann auch minus 11. Und hier sind wir im Hintergrund die Berge. Alles klar.